Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind bereits in Folge 63. So simpel sieht's aus. Und so weit sind wir schon. So, ich werde hier mal das Rohr reinholen. Ich habe den Kollegen hier das noch eine Runde überladen lassen da. Und ich glaube, der andere Drescher ist auch schon leer. Nee, voll, andersrum. Und den müssen wir dann auch noch mal eine Runde leeren. Deswegen fahre ich jetzt erstmal nur hier bis Höhe LKW. So. Lass sie damit vorbeisausen. Springe durch die Frucht und gehe zum LKW. So. Es ist schade, dass der so als abgenutzt gilt, weil ich finde, wenn er jetzt komplett chrom wäre, würde er vielleicht sogar richtig cool aussehen. Oder so mit Metal-Look. So, dann machen wir den Spaß hier raus. Und wir müssen auch mal gucken, wie viel Liter wir drin haben. Also hier haben wir jetzt 30.000 Liter drin. Er hat, ne, mehr. Das heißt, wir werden hier also keinen großen Preis damit gewinnen und müssten halt auf jeden Fall zwei Verkaufstouren machen. Wir gucken natürlich auch mal kurz nach dem Preis. So, da haben wir das. $1.500 bei der Raffinerie. Okay. Wir klicken die Raffinerie an. Da vorne leuchtet sie schon gemütlich vor sich hin. Wir sollten jetzt mal zügig gucken, dass wir... So, ihn hier nicht im Weg stehen lassen, wollte ich sagen. So, ja, den behalten wir jetzt hier. Der wird die letzte Ladung von ihm noch mitnehmen und dann wird der vielleicht noch den Rest aus dem Lager rausholen. Obwohl, ich lasse den Rest, das sind irgendwie 10.000 oder sowas, wenn überhaupt. Oder hatten wir überhaupt noch einen Rest davon? Ne, die hatten wir schon rausgeholt. Ne, ist ja kein Rest. Wir werden einfach die beiden Sachen, die Ladung jetzt verkaufen fahren bei der Raffinerie. Ne, wir haben jetzt hier mit dem anderen da vorne gleich irgendwie, ich glaube 50.000 Liter, da sind 30.000 drin. Er muss noch ein bisschen fahren. Da haben wir 90 oder sowas. Oder vielleicht knapp über 90.000 Liter gemacht. Ja, und die verkaufen wir halt zu 1.500. Was sollen wir machen? Das Mono so eindeutig effizienter gewesen, obwohl ich natürlich die beiden Felder mit der Größe schwer vergleichen lasse. Das lassen sich schwer vergleichen, alles so. Nur mal gucken. So, also er muss natürlich jetzt auch irgendwie mit unseren angebrochenen Bahnen dahin kommen. Ne? Ihr seht selber, da hinten irgendwo ist er noch ein bisschen mehr über. Es kann sein, dass er da gleich tatsächlich was stehen lässt. Aber wir schauen einfach mal. Ja, die Seemaschine ist auf jeden Fall hier noch beschäftigt, munter. Die muss noch ein paar Bahnen machen. Wir werden natürlich auch den Strohpart zu Ende bringen, dass sie natürlich auch den Graspart machen kann und sie kann natürlich auch das andere Feld dann in der Zeit locker machen. Aber das macht nichts, wenn die Seemaschinen hier am Arbeiten ist, können wir alles andere machen. Gegebenenfalls noch Futter auffüllen, die Futtermischgeschichten klar machen und all sowas halt. So, ich nutze jetzt die Gelegenheit, die Sekunde, die er gerade eben nicht rückwärts setzt. So, hier macht er jetzt auf und den parke ich jetzt hier vorne wieder. Meistens jetzt steht er ja. So, ja, ich hatte ja gesagt, wir machen auf jeden Fall noch einmal Soja. Wir haben Mohn am Start und wir machen Hirse als neue Frucht. So, wie sieht er denn hier aus? Da vorne hat er gleich ein bisschen breiteren Streifen noch zurück. Ich glaube, da hinten wird gleich eine Kleinigkeit stehen bleiben. Ich glaube, so ähnlich kommt das hin. So, ich versuche jetzt hier hinten rauszufahren. Mach die Klappe zu und werde mal die Ladung 52.000 Liter darüber bringen. Das würde uns jetzt ganze 5.000 Sprit nur einbringen. Also lächerlich. Und auch die Menge an Schweinefutter fand ich nicht so berauschend hoch, muss ich sagen.
Das ist schon komisch. Ja, hier kommen noch unsere guten Schafe hin in rauen Mengen. Da müssen wir nur mal gucken. Wie wir es machen. So. Und Krawums hat's gesagt. Und da war es um den Lack geschehen. Wow, Alter, hier rum, ey, ist ja fröhlich. Ja, wir müssen auf jeden Fall vor der Brücke links abbiegen. So sieht das Ganze aus. Ich weiß gar nicht, was das hier noch Schönes war. Ich glaube Brauerei, ne? Ja, Brauerei war es. Ja, auch schön. Aber wie gesagt, auch noch abgesperrt. So, ja, der Verkaufsbogen ist jetzt für uns auf der Seite hier, wo wir diesmal reinfahren. Wir kommen jetzt ja von der anderen Seite. Das wird also kein Ding sein. So. Das ist ja schon eine Verkaufseinheit. So, und Raps raus. Bringt jetzt kein Vermögen, aber was soll man machen? Irgendwie 75 bis 80.000, irgendwie sowas. Aber immerhin. Ja, 78.891. Da war meine Schätzung also durchaus richtig. Das ist schon mal schön. So. Und wieder zurück. Und ich da glaube, jetzt, wo wir zurückfahren, wird der andere Drescher auch irgendwann mal sagen, er ist fertig oder er kann nicht mehr oder er muss ins Bett oder so oder er hat nichts mehr zu tun oder irgendwas wird er sagen, auf jeden Fall. Ja, der Kollege hat hier in dem Sinne auch Feierabend. Praktischerweise. Bei den Kollegen LKW, den wir noch brauchen, der steht schon bei Mist, weil den Mist müssen wir auch noch verladen. Wir müssen echt erstmal sehen, dass wir mit dem Stroh fertig werden. Aber wie gesagt, wir sind relativ gut dabei mit unserer ganzen Erntegeschichte, also das klappt eigentlich. Wir sind auch relativ schnell dabei, merke ich gerade. So, oh, Bremsen sind natürlich ziemlich spontan, sag ich mal so. Komme ich rechtzeitig gerade, ja. Was war es hier? Unglücke gibt, das wollen wir ja nicht. Da steht auch unser Strohkollege. Der steht hier noch rum. Ja, er hat hier auch schon ein ganz schönes Stück schon geschafft, wie ihr seht. Den fahren wir eine Runde weg hier. Irgendwie ist er bei Raps immer noch irgendwie bei, ne, jetzt macht er 66%, also die Erntemaschine ist auf jeden Fall noch unterwegs. Also der Ernter fährt noch, der Drescher. Das ist gut. Kann ich wenigstens ihn hier noch nach Hause bringen? Dudi, dudi, du. So, nach Hause bringen. So, da steht er. Da steht der Kollege. Da er sich noch nicht beschwert hat, werde ich jetzt natürlich auch noch mal die Ladung Stroh hier in die Produktion bringen. Und da kann das gut sein, dass ich den Fendt erst zur Seite fahren muss, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wo ich den geparkt habe. Der war auf jeden Fall stand auch bei den Produktionen. Mit dem können wir theoretisch das ganze Mischfutter zu den Tieren fahren, bis es schlecht wird und wir kein Mischfutter mal reinkriegen. Aber ich glaube, das wird eine Zeit dauern, bis sie kein Mischfutter mehr nehmen.
Aber wir haben auch ein bisschen was produziert, also daran hat es nicht liegen. Gut, schauen wir uns mal die ganze Produktionsgeschichte an. Dafür kann ich hier, glaube ich, munter hinterlang fahren. Fast voller Korntank ist gut. Bisschen mehr Geld kriegen wir. Ja, er steht in den Produktionen. Dann können wir auch gleich mal gucken, was hier so los ist. Also, die hier ist jetzt wieder voll. Silage 500.000. Und wir haben 150.000 drin, also 650.000 Liter Silage. Wir haben 250.000 Liter Futter drin. Und hier hinten fehlt uns wahrscheinlich gar nichts. Die Produktion produziert. Ist ja Wahnsinn. Und wir haben am meisten sogar im Stroh drin, erschreckenderweise. Ja, ich muss tatsächlich durchskippen, weil ich hatte mich ein bisschen selber eingesperrt. Natürlich nicht unbedingt das Praktischste ist, was man machen kann, aber was will man machen? Ja, das nicht tun natürlich, ist schon klar. Hatten wir jetzt noch Gras da? Oder irgendwie mal Heu da? Sprich das Endergebnis. Da gucke ich doch gleich mal. Oh ja, das sieht sogar gut aus. Jetzt, was ich sehe, sehe ich hier einige viele Liter an. Läuft auch die Produktion noch? Da muss ich da mal gucken auf der Rückseite, ob hier noch Gras drin ist. Ne, die Produktion ist auf jeden Fall durch. Aber hier gibt es eine Kollisionsabfrage, die nicht ganz dem Gebäude entspricht. Das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Ja, also wir können jetzt erstmal hier auch Heu reinbringen in die Produktion, bis der Arzt kommt. Das ist doch auch super. Und natürlich auch gleichzeitig unser Strohtheater hier. Wir haben hier einen größeren Heuanteil. Das heißt, wir müssen zwei Teile Heu, ein Teil Stroh, ein Teil Silage anbringen. Und wir hatten jetzt hier Heu noch. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken. Heu sind jetzt wieder 55.000 sind drinne. Wir haben hier drüben noch ein bisschen was. Also selbst wenn wir hier das alles durchmachen, dürfte das Stroh jetzt wahrscheinlich reichen. So, den starte ich da mal. Und jetzt starte ich nämlich den hier mal. Oh, ich habe den Motor ausgemacht. Sehr geschickt natürlich. Aber ich wollte natürlich jetzt noch eine Ladung Stroh hier reinschmeißen. Dann gehen wir hier bei der Produktion nämlich auf Nummer sicher. Haben noch ein bisschen, ne? Da können wir so 100.000 Heu mehr hier reinschmeißen. Und sind immer auf der sicheren Seite. Wir hatten eh schon mehr drin von dem Stroh wie von den anderen Sachen. Und ich würde sagen, die Ladung, die wir jetzt noch machen, die bringen wir weg. Das macht Sinn. Wir fahren jetzt hier auch offiziell vorne raus. Den illegalen Weg vorne. Entschuldigung, darf ich natürlich nicht vergessen zu sagen hier. Weil eigene Verkehrsordnung, wie ihr seht. Ist ja glücklicherweise ein Privatgelände. So, ah, die Straßenbahn steht ja auch gerade, okay. Die Straßenbahn steht ja immer, die andere fährt, ne? Irgendwie so war das. Ich weiß gar nicht, ich muss echt mal nachgucken, von wo nach wo die fährt. So, da sind wir wieder am Start. So, diesmal fange ich einfach hier an, was aufzunehmen, es ist vollkommen egal. Oh, schönen dicken Haufen. Den habe ich sogar fast mitgekriegt. So. Ich habe den Aufnehmer hochgenommen, falls ihr euch wundert. Oh, ich war zu voreilig. Sachen gibt es, ne? Die gibt es gar nicht. So.
Jetzt habe ich es aufgenommen, richtig? Richtig. Ich wollte jetzt eigentlich die Kleckerspule zuerst machen und meinen Fauxpas hier vorne korrigieren, sozusagen. Ne? Weil das ist ja hier auch unser Strom. So, her damit. Also. Schön rum hier. Das dürfte so wie gar nichts bringen, aber es sieht halt doof aus, wenn es da liegen bleibt. Ne? So simpel muss man es halt sehen. Wer will da schon gern was liegen lassen? So, ja, wie ihr seht, sind jetzt echt vielleicht 1000 Liter die ganze Bahn oder so. Das war denn echt nur Kleckerkram, kann ich ja sagen. Ja, okay, es ist ein bisschen mehr wie 1000, ich gestehe es zu. Aber es ist auch nicht beeindruckend, viel mehr. So, ja, während ich jetzt hier den Bogen fahre, um die angebrochene Spur da hinten anzufangen, das ist nämlich der Originalweg, wo wir aufgehört hatten, sind wir leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht es tatsächlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und dann bis morgen.